Guten Abend. Ich wollte ja die Karte zeigen, die wir machen für unsere Challenge bei Facebook. Und die letzten Tage war es ein bisschen ruhiger mit Videos, weil wir krank waren. Und jetzt sind wir wieder da. Das ist unsere Karte. Das war das, was ich euch bei uns im Forum online gestellt habe. Ups. Könnt ihr dann ausdrucken und laminieren. Und so würde die Karte ausschauen, die wir gemacht haben mit Thema Nordic Light. Jetzt zeige ich noch die andere Karte, die wir gemacht hatten und die ich auch bei uns gepostet habe. Das war die mit den Bubbles. Die zeige ich dann heute zwar nicht, aber die werden wir auch noch zeigen. Gemacht ist wie immer mit Lavinia Stempel. Haben wir die genommen. Lege ich mal schnell weg. Brauchen tut ihr. Ich habe das jetzt mit einem ganz stinknormalen A6 Format gemacht. Etwas kleiner, damit es dann auf die Karte passt. Mixed Media. Hat mir meine Brushes genommen. Und die Simon Hurley Kissen. Jetzt muss ich schnell schauen. Auch alles da. Wartet. Einmal brauchen wir die Pink. Dann brauchen wir eine Gelb. Wo habe ich meine Blau? Lila, Lila, Sekunde, Blau. Da hatten wir ganz normale, die mit dem kleinen Bürstenkopf, die Brushes genommen. Und für das hellere Blau habe ich jetzt hier das helle Blau. Da hatte ich jetzt das Distress hergenommen, weil ja viele von euch die Simon Hurley nicht haben, sondern nur die Ranger Kissen. So, anfangen tun wir mit Gelb und wie ihr seht, ist mir leider vor ein paar Wochen mein Posca-Stift, der Acrylstift, ausgelaufen und ich habe nicht aufgepasst und dann hatte ich den Fleck da. Aber der tut dem Stempelkissen nichts. Also wird weiter gestempelt. So, fangen wir mit Gelb an. Geht dann in das Stempelkissen rein. Geht da so ein bisschen auf die Seite. Dann seht ihr schon, die Farbe ist ein bisschen weit weg. Ich tue mal die Stempelkissen auf die andere Seite. Dass wir eben die Flecken da haben für das Nordic Licht. Fängt man mit dem hellsten Ton an, dann gehe ich eben so ganz leicht, nicht fest, sondern leicht auf die Karte und mache mir hier meine gelben Akzente. Wieder da ein bisschen, gehe ich darüber, immer ganz leicht, ohne Druck. Sorry, muss niesen. Entschuldigung. Dann schaue ich, wo ich das ungefähr haben will, meine Fleckchen. Ein bisschen verteilt wird auf der Karte. Ja, da nochmal drüber. Und hier nochmal drüber. Würde das jetzt so ein bisschen gefleckt ausschauen. Machen wir das Stempelkissen zu. Also die halten auch schön. Da sind Magnete drin. Hups. Sieht man es? Bumm. Nehmen wir es Pink. Nehmen wir den Pinken. Bisschen Blau weg. Gehen wir auch wieder ins Stempelkissen. Machen wir hier mal so ein Fleckchen. Dann seht ihr, die Farbe ist genauso intensiv wie die von Lavinia. Und ich mag halt diese Stempelkissen lieber, weil die sind mit Stoff und die kann man nachfüllen. Wenn euer Lavinia Stempelkissen alle sind, sind sie alle. Dann müsst ihr sie nachkaufen. Und so habt ihr bei den Hurley halt die Stempelkissen und die Nachfüller. So, jetzt gehen wir da auch wieder ganz leicht auf die Karte. Machen wir unser Pink mit drauf.
anderen Seite. Immer ganz leicht, ohne großen Druck. Unten noch ein bisschen was hinmachen. Ein bisschen in das Gelb reingehen. Also wenn ich Druck mache, dann drücke ich da oben drauf, aber ich mache es halt wirklich nur ganz leicht. So, habt ihr eure Pinkfarbe. Nehmen wir so ein bisschen Blau. Und ich habe nichts. Zeig mal auch schnell die Distress. Gehen wir da wieder auf unser Papier, wie ihr es ja bei mir schon kennt. Dann gehe ich da von der Seite rein und mische die Farben so ganz leicht. Aus dem Gelb wird jetzt sogar an der Seite ein bisschen grün. Da oben so da ein bisschen dazwischen. Habt ihr hier ein Lila ein bisschen durch das Blau. Gehe ich am Rand entlang dann nachher. Machen wir jetzt erstmal hier. Festhalten. Außenrum. Nur nach unten. Hier entlang. Gehen wir da rein. Ein bisschen dunkler da dazwischen wird. Wieder außen rum. Erst hier noch. Da oben noch. Und ich drücke eben nicht so, sondern ganz leicht. So, hättet ihr euer Muster jetzt schon mal. Dann tun wir mal das untere Papier ein bisschen weg. Nehmt ihr euch einen Fächerpinsel. Sekunde. Schnell. Acrylblöcke weg, so. Kommt davon, wenn man was ausprobiert und noch alles liegen hat. Tue ich mir das Blau ein bisschen so hin, nehme mir Wasser, meinen Fächerpinsel, kennt ihr alle Fächerpinsel, ganz normales Wasser, Leitungswasser nehme ich da, mache den Pinsel ein bisschen nass, gehe da rein. Nehme ich einfach irgendeinen Stift, dann mache ich meine Sprenkel in Blau über die Karte.
oben noch ein bisschen. Auch mal schnell ein Tuch. Moment. Pinsel wieder sauber machen müssen. Dasselbe mache ich jetzt mit dem Gelb und mit dem Pink. Nehmen wir das Pink auch ein bisschen hin. Auch wieder Wasser. Gleich den Pinsel mit dazu. Auch wieder ein bisschen mischen. Dann mache ich wieder so Sprenkel. Überall was ist. Pinsel wieder sauber. Und nehmen das Gelb. Einmal drauf. Wieder mit Wasser. Öffne die Stempelkissen ein bisschen weg, damit die nicht im Wege sind. Nehmen wir auch das Gelb auf. Dann gehen wir mit dem Gelb noch drüber. Wasser noch. Nochmal. Kann man sehen. So. Immer nur ein bisschen, nicht viel. Dann würde die Karte so ausschauen. Lasse ich jetzt kurz trocknen, nehme ich einen Föhn. Ah, ich weiß, was ich vergessen habe. Das ist der Hund, hatte ich ja gestempelt, den es jetzt gibt von All and Create. Wollte ich kurz zeigen. Die Karte hatte ich ja bei Facebook gepostet. Die Stempel zeigen. Sozusagen jetzt mal den Hintergrund. Und dann hatte ich ja bei meiner anderen Karte die Blätter genommen von Lavinia als Rand hier entlang. Und da habe ich das dunkle Blau genommen von Simon Hurley, weil ich finde das Blau ganz schön. Und habe mir ein weichen Pinsel genommen oder Brush, gehe ich mal in das Blau kurz rein, sieht man, und dann mache ich mir jetzt so einen leicht runden Rand mit dem Blättchen. Schauen wir mal, wie rum. Da seht ihr, dass ich heute schon mit Alkohol Inks rumgespielt habe. Boom, jetzt donnert's. So, gehen wir da so ein bisschen rum.
Dann habt ihr so einen richtig schönen Kontrast. Dann mache ich schnell das Stempelkissen zu. Ich habe es jetzt ein bisschen mehr gemacht als auf der anderen Karte, dass man es besser sieht. Auf der hat so ausgeschaut. Habe ich es nur leicht am Rand gemacht. Tu mir schnell den Stencil weg. Und dann hatte ich ja meine zwei Lavinia-Stempel. Stempelblock. Vielleicht doch gewonnen. Mit der Versa gehen wir da. Ah, ich muss schon ein Stempelkissen dann holen. Ich habe das Türkis vergessen. Gehen wir gut drüber, dass das auch schön deckt. Dann schaue ich gegen das Licht, ob irgendwo der Stempel schmutzig ist am Rand. Ist er nicht. Dann stempel ich mir meinen einen Zwerg. So ein bisschen ins Gelb und ins Pink. Danke. Auch sauber machen. Mein Tuch ist runtergeflogen. Ja. Den weg. Auch gut drüber. Schauen wir schnell gegen das Licht. Ist nix. Tun wir den anderen stempeln, dass er ungefähr gleich ist. Hättet ihr die zwei auch wieder sauber machen. Dann mal wieder auf die Folie. Nicht verlieren. Stempelkissen zumachen. Das ist mir nämlich auch schon passiert, dass das umgekippt ist. Und dann hatte man es auf der Karte. Aufräumen. Ich muss mir die Türkis holen, die habe ich vergessen mitzunehmen. Da drauf. Bin gleich wieder da, ich hole nur die Türkis. Hanni, Vorsicht, nicht, dass ich dir weh tue. Vorsicht, Gucci. So. Habe ich nämlich vergessen, jetzt mitzunehmen. Ich finde, das Türkis passt ganz gut zu den Blautönen. So, dann nehme ich. Zeig mal nochmal, wie das jetzt ausschaut. Dann brauchen wir ein Stück Papier, weil die zwei müssen ja irgendwo draufstehen. Nehme ich einfach. Das Stück Papier, nee, nicht das schmutzige, immer sauber. Und da reiße ich mir jetzt, wie immer, so einen Weg, wenn es denn will, jetzt. Die andere Seite weglegen, würde ich jetzt die Kante, die ich gerissen habe, hernehmen, dann lege ich mir die unter die zwei, dass ich schaue,
Nee, gefällt mir nicht. Reis nochmal. Nehmen wir das. Finde ich schöner. Genau. Dann brauchen wir einen Pinsel. Noch grün drauf. Dann machen wir das Grün schnell weg. Nehmen wir das Türkis. Wenn es denn aufgeht. Okay. Dann schaue ich nochmal, wo die zwei stehen. Tue ich mir auf die andere Seite. Ich kann es auf der anderen Seite besser. Da ich Rechtshänder bin. So. Und dann gehe ich hier am Rand von dem Papier, wie immer, so ganz leicht entlang. Haben die zwei ihre Winkelchen. Ups. Man merkt, dass wir Gewitter haben. Und dann hatte ich ja im Hintergrund den schönen langen Baum von Lavinia. Habe ich mir hier hin gemacht und hier an der Seite so ganz dezent. Mache ich jetzt auch. Da habe ich eben auch die Türkis genommen, weil mir das so gut gefallen hat zu der Farbe, zu dem Pink und zu dem Blau. Einen größeren Stempel, Block. Wir legen uns den drauf. Und dann schaue ich, wo die zwei sind, dass ich den Baum dann so hinstempel, dass der nicht über den Weg geht. Richtig dicke machen. Schnell weg. Da liegt ein Schiff. Ups. So, und dann schaue ich, wie ich den hinkriege, dass der mein Elfchen nicht. Auf der Seite jetzt und dann eben auf der anderen Seite auch. Wir legen wieder das Papier ein bisschen hin. Ungefähr passt. So. Und dann stempeln wir uns das auf der Seite hin. Natürlich Stempelkissen weg. Würde ich jetzt da ein bisschen höher gehen. Dann würde das jetzt so ausschauen. Machen wir wieder sauber. Hani, stellst du schon wieder an, wenn du da so rumratscht? Mal schnell aufräumen. Na, weg. Nur Schmann hat die im Kopf. So, dann brauchen wir noch einen Schriftestempel. Jetzt den ich hier habe.
Und den tue ich jetzt, mal schauen, dass ich richtig rum habe, gegen das Licht. Ich hoffe. Ich nehme den jetzt in die Hand und tue den nicht auf einen Stempelblock. Aber ich schaue jetzt vorher, weil oft hammern auf den Kopf. Okay. So, nehme ich wieder das Türkis, tue mir das so ein bisschen aufs Stempelkissen drücken. Dann gehe ich hier auf der Seite rein. Drücke mir den dann hin. Aber das sieht man so nicht, weil das blau dunkel ist. Okay, machen wir es diesmal in schwarz, dass ihr was seht. Die hat wieder irgendwas angestellt, wenn die überall hier rumschabbelt. Vor lauter Gewitter draußen. So, nehmen wir wieder in die Hand, wie ich es gerade gezeigt habe. Machen wir es nochmal. Jetzt gehen wir da oben drauf. Ein bisschen rein. Dann nach unten. Bei dem Elfchen bleibe ich noch hinten. Da unten gehe ich wieder weiter rein. Hier die Schrift wie immer. Ich mache das immer ganz gern von einer Seite. Wenn das Licht so reinfällt, finde ich schöner, als wenn man es von links und rechts hat. Ist aber jedem seins, wie er es haben will oder nicht. Den Stempel mache ich auch schnell sauber. Wieder aufräumen. Ein bisschen gerade biegen. Dann brauchen wir schnell einen Bleistift. Weil ich mache unter die Füße immer ganz gerne so einen kleinen Schatten. Das mit dem Finger ein bisschen verteilen. Könnt ihr auch einen Verblender hernehmen. Heute habe ich wieder gebastelt, man sieht's. Dann habt ihr eure Elfen. Und ich hatte da jetzt so Bubbles genommen von Lavinia. Ihr könnt aber genauso statt von Lavinia Dingsbums nehmen, euren schwarzen Stift. Was? Und Kreise machen. Könnt ihr hier so kleine Kreischen machen? Ja. Natürlich ordentlich. Hier ein bisschen ins Gelb, oh, Pinke. So. Habt ihr eure Kreise. Sozusagen, die gehen nach oben. Und dann könnt ihr, je nachdem, wie ihr Lust und Laune habt. Ich habe jetzt die ausgeschnitten, was ich auch gesagt habe vorhin. Was ich euch im Forum auch reingestellt habe bei Facebook und habe die laminiert, könntet ihr jetzt, sieht man es, wartet, alles Gute zum Muttertag oder Glücksmomente draus machen. Ich nehme jetzt das Glücksmomente, finde ich ganz witzig. Mein Kleber wieder kurz drauf.
Nicht viel, nur ein bisschen. Dann könntet ihr hier unten euren Spruch hinmachen. Und dann mache ich ja immer, wer mich kennt, der weiß das, mache ich ja immer mit den Posca-Stiften, jetzt mit den Acrylstiften, meine Stempel noch drauf. Bisschen schütteln. Bisschen drücken und dann vorsichtig da an der Seite von der Karte entlang gehen. Ja. Wartet. Schauen, dass die Farbe auch runterkommt. Weil der ist schon ziemlich leer. Jetzt. Kann man wieder wegmachen. Dito. Was? Auf der anderen Seite. Nee, nee. Hier hin, da unten noch. Könnt ihr in die Bubbles noch ganz leicht reingehen. Und dann habt ihr eure Karte. Wartet mit dem weißen Punkt. Macht man natürlich, kann man mit jedem schwarzen Stift da schnell noch mal drüber. Das ist auch wieder weg. Normal lege ich da immer Papier drüber, habe ich jetzt vergessen. Aber ihr seht es mir bestimmt nach. Und dann hättet ihr eure Karte für die Challenge. Wer zu uns in die Facebook-Gruppe kommen will und die Karte oder bei der Challenge mitmachen will, der findet unter Kanalinfo meinen Facebook-Kanal. Ich würde mich tierisch freuen, wenn noch mehr mitmachen. Und zu gewinnen gibt es dann eine schöne Karte. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend.